Grüß euch. Es ist schön, wieder hier zu sein. Ich habe jetzt einige Freitage ausgelassen. Ich war etwas im Stress. Aber jetzt bin ich wieder da. Und ich habe heute etwas mitgebracht, das, wie ich glaube, wichtig ist. Nämlich, die Wahl steht an in Wien. Am Sonntag in einer Woche wird in Wien gewählt. Oberösterreich hat bereits gewählt. Und es, ja, ich glaube, dass sich in der österreichischen politischen Landschaft ein Wandel abzeichnet oder der eigentlich schon begonnen hat. Darum finde ich es wichtig, sich auch damit zu beschäftigen. Ich selbst bin ja eher nicht so politisch interessiert, also dass ich mich jetzt hinsetze und mit euch auseinandersetze, wer was wie sagt. Aber diesmal denke ich mir, man sollte sich da ein bisschen einlesen. Darum habe ich mir die Parteiprogramme der einzelnen Parteien angesehen und habe mal geschaut, ob es irgendwas gibt, was für behinderte Menschen drinsteht, ob irgendwelche Themen angesprochen werden. Nun, zur Erklärung, ich bin online gegangen, habe die Parteiprogramme Parteiprogramme angeklickt und habe dann mit der Suchfunktion die Worte eingegeben. Barrierefreiheit, Behinderung, mobilitätseingeschränkt. In der Hoffnung, dass dann in den Dokumenten sich etwas findet. Nicht alle Parteien haben etwas im Angebot für Menschen mit Behinderungen. Und ich werde jetzt einfach die Parteien durchgehen. Bitte, die Reihung der Parteien ist keine Empfehlung von mir. Ich werde euch am Ende keine Wahlempfehlung abgeben, außer dass ihr wählen gehen sollt. Mabache TV. Starten wir mit Michael Häupl, Bürgermeister von Wien, SPÖ-Spitzenkandidat. Die SPÖ hat auf www.2015.spö.wien/Wahlprogramm ihr Wahlprogramm. Den Link gibt es auch unten in der Beschreibung. Dort gibt es unter Soziales den Abschnitt, der jetzt behinderte Menschen betrifft. Interessant ist, die SPÖ ist die einzige Partei, die ihr Wahlprogramm auch vertont hat. Und man kann auf Soundcloud zu den einzelnen Bereichen in ihrem Wahlprogramm die Files finden und das wurde dann vorgelesen. Ich spiele euch jetzt den Abschnitt vor, der behindertenspezifisch ist. Freiheit in allen Lebensbereichen ausbauen. Mehr Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung. Ich empfehle euch, schaut selbst rein, wenn ihr mehr wissen wollt. Oder lasst euch dann in voller Länge vorlesen. Die ÖVP bietet ihr Wahlprogramm unter oevp-wien.at/Wahlprogramm an. Auch dieser Link unten in der Beschreibung. Spitzenkandidat der ÖVP, Manfred Juratschka. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die ÖVP beschäftigt sich mit Behindertenthemen eigentlich nur in dem Umfang, wie es Pensionisten betrifft. Das heißt, es geht um seniorengerechte Lebensraumgestaltung und Mobilität in Wien. Genau. Das ist dann auch schon das Einzige, das irgendwie jetzt behinderte Menschen betreffen könnte. Gut, gehen wir zu den Grünen. Maria Vassiliadou. Die haben natürlich an behinderte Menschen gedacht. Und zwar auch unter Soziales. Zu finden ist das Ganze unter wien.grüne.at, also wien.grüne.at/Wahl2015/Wahlprogramm. Unter Solidarisch und selbstbestimmt. Die Stadt gehört uns allen. Da gibt es mehrere Punkte. Und die letzten drei in dieser Liste: Rechte für Menschen mit Behinderungen stärken. Ich lese vor: Menschen mit Behinderungen haben ein Recht darauf, am gesamten gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Die zügige Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
garantiert ein selbstbestimmtes, inklusives Leben für alle. Frühförderung, inklusive Bildung in Kindergärten und Schule, alternative Wohnformen, persönliche Assistenz, persönliches Budget und umfassende Barrierefreiheit, nicht nur im öffentlichen Raum, sind zentrale Elemente moderner Behindertenpolitik. UN-Behindertenrechtskonvention, Monitoringstelle und Landesaktionsplan. Die neue Monitoringstelle überwacht die Einhaltung der UN-Menschenrechtskonvention. Selbstbestimmung, Inklusion, Chancengleichheit und Barrierefreiheit bilden die Grundlagen, um gemeinsam mit Initiativen, NGOs und Betroffenen weitere Schritte zu planen. In einem Landesaktionsplan wird detailliert festgeschrieben, wann welche Umsetzungsschritte gesetzt werden und wie deren Finanzierung erfolgt. Barrierefreiheit und Inklusion. Dritter Absatz. Die Umsetzung des Etappenplans Barrierefreiheit wird vorgezogen und die Förderrichtlinien des Fonds Soziales Wien werden weiterentwickelt. Die Stadt Wien und ihre Tochterunternehmen sorgen für inklusive Lehrstellen und Arbeitsplätze, um der schwierigen Beschäftigungssituation am Arbeitsmarkt entgegenzuwirken. Inklusion wird vom Anspruch immer mehr zur konkret gelebten Realität. Soweit zum grünen Wahlprogramm FPÖ, Spitzenkandidat Heinz-Christian Strache. Tja, ich habe mir alles angesehen. Ich habe nichts gefunden, was jetzt behinderte Menschen betrifft. Es gibt Integration und ja zur Familie, aber leistbares Wohnen, Bildung, aber nichts jetzt, was behinderte Menschen in irgendeiner Art und Weise erwähnen würde. Dann die hippen, jungen, peppigen Neos. Beate Meindl-Reisinger, Spitzenkandidatin. Nichts gefunden. Wie gesagt, ich habe hier Parteiprogramme geöffnet und habe mit der Suchfunktion die Worte Behinderung, Behindert, Mobilitätseingeschränkt, Barrierefreiheit eingegeben. Und mir wurde nichts ausgespuckt. Kann natürlich sein, dass in den Formulierungen im Subkontext das Thema Behinderung mittransportiert werden sollte. Fakt ist, wenn man einfach danach sucht, gibt es in diesen Parteiprogrammen nichts. Dann kommen wir zu Wien anders. Wien anders ist ein Zusammenschluss aus der KPÖ, Piraten, Echtgrün und Unabhängige. Spitzenkandidatin ist Julia Okopirice. Und in ihrem Wahlprogramm, das man auf wienanders.at/programm/Wien und dort ist das Wahlprogramm in mehreren Sprachen abrufbar. In Punkt 12, ohne Angst verschieden sein können, die Stadt gehört uns allen. Ich lese vor, Menschen, die aus der Reihe tanzen, werden oft erniedrigt und missachtet. Wir fordern, dass Wien eine Vorreiterrolle als Stadt des Miteinander und der Vielfalt einnimmt. In Wien haben Hass auf Menschen, die von der Norm abweichen, sowie Sexismus und Rassismus keinen Platz. In unserer Stadt werden die Rechte der Natur und aller ihrer Lebewesen, Menschen und Tier, anerkannt und geschützt. Die Kritik, also unsere Kritik, Menschen, die aus der Reihe tanzen und nicht gängigen Normvorstellungen entsprechen, werden oft erniedrigt und missachtet. Wien könnte eine europäische Vorreiterrolle der Stadt, des Miteinander und der Vielfalt einnehmen, nimmt aber die Chancen nicht wahr. Angeblich
Inklusion, angebliche Inklusionsprojekte sind oft nur Schein und Trug. Stattdessen werden hier nach wie vor Menschen kategorisiert in ethnische Minderheiten, in sexuelle Orientierungen, in körperliche Einschränkungen, in nur zwei Geschlechter. Unsere Vision: eine Stadt, in der Rücksicht aufeinander genommen wird, frei von Schubladendenken. Alle können ohne Angst verschieden sein, fühlen sich sicher und frei. Jeder Mensch in Wien bekommt Wertschätzung, Bestätigung und Unterstützung in den Dingen, die sie eher tun kann und möchte. Alle wissen, wie sie sich beraten lassen und um Unterstützung ansuchen können. Alle wissen über ihre Rechte Bescheid. Unsere Forderungen: eine klare und aufrichtige Haltung der Stadt gegen Sexismus, Homo- und Transphobie, Faschismus und Rassismus. Wir fordern eine Politik, die die freie Selbstbestimmung respektiert und fördert, sowie die gleichwertige Anerkennung von Lebensmodellen, in denen Menschen Verantwortung füreinander übernehmen. Ausbau der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und aktives Engagement für Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Sorgsamer Umgang mit Umwelt und Natur sowie Schutz aller Lebewesen, auch der Tiere, also zum Beispiel Gatterjagdverbot im Leinzer Tiergarten. Bonusjahre bei der Befreiung von der Hundesteuer für jene Menschen, deren Hund aus dem Tierheim stammt. Die Möglichkeit von veganem Essen in öffentlichen Einrichtungen und altersgerechte Information zum Thema Tierschutz für Kinder im Kindergarten und in der Schule. Das war mein Überblick über die Wahlprogramme oder das, was Menschen mit Behinderungen in den einzelnen Wahlprogrammen für sich herausnehmen können. Ich hoffe, ihr nutzt das jetzt als Ansporn, schaut euch die Programme selbst alle durch, und es gibt ja mehr als nur die Behindertenthemen, die zu berücksichtigen sind, wenn man eine Partei wählt. Darum, schaut sie euch an, macht euch Gedanken, und das Allerwichtigste: geht wählen, okay? Gebt eine Stimme, zwei Stimmen, drei Stimmen ab. Egal, Hauptsache, ihr macht euer Kreuz. Denn wenn ihr nichts macht, wird sich nichts ändern, und dann sagen die, auf keine Schuhe dran, stimmt auch nicht. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende, und wir sehen uns.